mich auf Kunstagram mal ein bisschen die Sachen durchlesen. Okay, ja. Können wir halt schon auf Fisch spielen. Oh, wir wissen, wo sie wohnen. 2201 die Bonanza Street. Lass deinen Arsch den Bordstein fressen. Wie den halt hast du nicht. Tut mir leid. Ich sehe hier steht Kunst im Bild. Ich denke, Schönheit, ich schick selbst ein bisschen richtig Nasen. An den Schleifstein, ich denke, Wunder, Arsch, ich denke, Arsch, hätte viel davon, war du noch stärker. Ich denke, Leinwald, ich denke, heute was gelernt. Ich denke, besser, besser. Ich weiß nicht, warum ihr Kinder euer eigenes soziales Netzwerk aufbauen müsst und in ihrer Stadt da auch noch mitmachen, aber ich hier bin ich morgen Freeman. Ich denke nicht dasselbe vom Ei. Ich denke sauberes Essen, ich denke Freeman, Tacos Dienstag. Ich denke, geht morgen Freeman nicht auf den Sack. Ich denke, ich denke, cool, ist cool. Was, hat er nur 16 Likes? Oder dasselbe nochmal? Ich denke, es gefällt und glitzert. Ich denke, heiß. Ah. Hier kommt der Bulldozer. Du hast ein Selfie mit Ike gemacht? Machen wir ein schöneres. Sagen, die Synchronischen von den Originalleuten gefällt mir schon, aber also von den Hauptleuten, hier so Kyle, Karten und sowas, aber von den Passanten, ich weiß nicht, fand ich dann irgendwie das Englische besser. Oh, so Leuten wie Ike und so finde ich das auch die Originalstimme ein bisschen besser. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Ja, dann schon. Ich habe eine Superkraft. Pass auf, wie schnell ich dich abserviere. Tja, bitte nicht. Girls, Boys, Kissies. Wir müssen noch bis zur 5. Klasse warten, um eine Delegiertenversammlung nachstellen zu dürfen. Dein Gestank sticht meinen locker! Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Hundekacke. Wow, sehe ich echt so aus? Diese Pille sind einfach nur legendär. Oh, hier kann ich nichts machen. Oh. Sind sie washed denn?
So, ist das hier wieder das Versammlungsbüro der Mädels? Nee. Gab's auch eins? Nee, hier gab's kein Bild. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF. Okay, euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen! Bevor ich da wieder rüber gehe. Willst du ein Geheimnis wissen, Schnucki? Das ist für alle Raisins Girls! Mann, ich... Die sind echt... Das ist echt egal, gegen die zu kämpfen. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, du übertreibst brutal. Das habe ich kaum gesehen. Ja. Bestellt ihr Süßen? Scheiße, gelaufen, Neuer. Steck ich meine weg. Blutprobe. Alter, du übertreibst brutal. Okay. Eklig die an. Ah, ihr Süßis seid solche Fiesis. Fühlt den Zorn von Humankind. Ich bin unzerklatschbar. Okay, ich bin dran. Wohl bekam's. Ich kratzte die verfickten Augen aus. Alles in Ordnung, super. Au, meine Nase. So toll, dass ihr da seid. Ich sag mal auf für dich, Alter. Verbrechen ist eine Krankheit und ich bin das Heilmittel. Zika-Infekt! Ich glaube, das verstößt gegen das Kriegsrecht. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Ja! Du kotzt mich an! Kein Power! Okay. Wohl bekommst. Aufwind! Es ist Crack-Zeit. Ich meine, Super-Crack-Zeit. Bitch, mach sie fertig.
Ach, egal. Oh, das war eine geile Kombi. Ah, Zitronenriegel für alle! Ja, weint die Bitches. Achso. War ich eigentlich da schon drin? Oh ne, noch nicht. Ich bin geschmeichelt, aber ein Superheld muss echt besonders sein, um mich zu beeindrucken. Das ist Captain Obvious. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Okay, muss jetzt ganz schnell sein. Fuck, ich bin zu langsam, ich muss. Ah, Bewegung ist noch zu langsam. Okay, an den komme ich erst, wenn ich halt meine Bewegung ein bisschen verbessere. Okay. War ich hier schon drin? Noch nicht. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Okay, da war ich ja gerade eben drin. Captain Obvious. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Ist willst schön. Du das Baby treten fühlen, solange es noch geht? Scheiße. Sieh dir an, was wir haben, bevor sie uns die Bude dicht machen. Also Schrott kann ich hier nicht verkaufen. Kondom, der alte Gladiator. Hoffe, das hilft. Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Ja. Ja. So, leichter als eine Waffe zu kaufen. Ja, ich weiß. Beim nächsten Mal ja vielleicht auf dem Günststuhl. Okay, vielleicht komme ich irgendwann wieder zurück. Ja, man sieht sich. Hier, Mietz, komm, Mietzi. Warum gehen die Obdachlosen nicht einfach nach Hawaii? Da gibt es tolles Wetter und Kokosnüsse umsonst. Perfekte Idee. Bist du ein kleinwüchsiger Erwachsener mit Kostüm? Sorry. Was ist los mit dir?
Oh. Nee, 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 da hab ich doch was gesehen. Hitzkasten. Kann ich da nicht hoch? Hier, Mietz, Mietz. Hier, Viertklässler. Nein, 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 nein. Fuck, das hat ihn nicht erwischt. Dieser Drecksack. Okay, einer blutet schon mal. Also einer brennt schon mal. Gerechtigkeit von oben! Zeig uns, was du drauf hast! Ja. Das gibt garantiert eine Narbe. Ja, und vor allem, ich mach's jetzt nochmal. Jau! Was? Ah. Sechsklässler können nicht sterben, wir sind unsterblich! Tja, ist doch gerade geschehen, einer von euch ist gestorben. Ara! Den habe ich extra für dich von ganz unten hochgeholt. Moskitoflut, ja! Nichts, fast nichts ausgemacht. Frissen und weg! Ah, gute Arbeit, ich gehe nur mal eben kotzen. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Ein frischer Wind zieht auf. Genug von dem Kack. Deine Schläge sorgen für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Break. Perfekt zum Trinken. Eklig, Mann. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Hau rein, Neuer. Okay. Bitte nicht. Jau! Moskitos sind die tödlichsten Tiere der Welt, aber du liegst knapp dahinter. Ich gönn mir ein bisschen Blut. Okay, Craig wird es müssen. Craig wird es müssen erwischen. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ha! Ah. Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Der Wind der Gerechtigkeit! Platt. Ihr Kinder und euer Coonstagram. Ich konnte mich nur auf MySpace ausdrücken. MySpace. Das ist sowas von 2006. So Leute, das war's mal wieder mit der heutigen Folge South Park. Falls sie euch gefallen hat, schreibt's doch bitte in die Kommentare oder bewertet dieses Video. Ansonsten könnt ihr uns ja noch abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten würde ich sagen, wieder schauen, reingehauen.